Wir wollen uns auf eine Reise machen. Dieses neue Land zu erkunden. Durch saftige Wiesen. Ein musikalisches Spiel. Der Ozean ist nicht mehr blau, er ist grün. Alles hat sich zu neuem Leben erhoben. Jetzt wieder Nacht wird, werden wir wieder diesen Strudel betreten, sofern er vorhanden ist, und die Welt nochmals verändern. Um sie dann neu zu entdecken. Krebse. Die einzigen Tiere, die uns einfach durch sie durchmarschieren lassen. Die Sonne legt sich majestätisch übers Land. Es ist schade, aber durchaus realistisch, dass der Bildschirm gar so hell wird, wenn man in sie hineinschaut. Und sie legt sich wieder nieder über dem weiten Land. Und wir wollen einfach mal bei diesem Sonnenuntergang zusehen, wie die Sonne einen Schleier über das Land legt. Unten im Tal sehen wir noch Krebse auf ihrem Weg nach Hause. Sie wollen schlafen. Pflanzen bewegen sich fast nicht mehr. Sie legen sich langsam zur Ruhe. Die Sonne ist nunmehr ein Feuerball. Wie schon das letzte Mal, als wir hier waren. Und sie taucht das Tal in eine einzigartige Atmosphäre. Wie nur sie es kann. Im Tal hat sich fast alles schlafen gelegt. Nur vereinzelt sieht man noch die Pflanzen sich bewegen. Oder Tiere laufen. Der Rest hat sich schon zur Ruhe gelegt. Auf der anderen Seite des Berges erblicken wir bereits den Gegenspieler des riesigen Feuerballs, den riesigen Eisball. Man nennt ihn den Mond. Der Ton ist gerade diesem Stein hier entsprungen. Aber wieso? Das wissen wir nicht. Ich kann im Moment keine sich schnell bewegenden Sterne erblicken. Aber wir wollen einfach mal über die Lande ziehen, durch die Lande ziehen. Und die Kreaturen der Nacht kennenlernen. Die Krebse haben sich schlafen gelegt. Teilweise buddeln sie noch. Die Kreaturen der Nacht haben so ein mystisches Leuchten an sich. Wir schauen mal nochmal näher zu ihr hin. Schauen wir mal auf diesen Berg hoch, wie sich die Kultstätte verändert, wenn der Tag zur Nacht wird.
Jeder Ort hat seinen eigenen Charme. Und jeder Ort hat seine eigene Besonderheit. Die alte Kultstätte lässt die Sterne größer und größer werden. Sie lässt die Sterne dem Auge einer Illusion spielen. Und sie lässt die Sterne größer wirken, als sie eigentlich sind. Doch genau das macht diese Kultstätte aus. Genau dafür ist sie da. Und wer davor aufgepasst hat, als wir in die Richtung geschaut haben, hat bestimmt schon wieder diese Sterne erblickt. Zu denen wollen wir jetzt aber erstmal nicht hin. Was ist das? Ich weiß es nicht. Einzelne Sterne. Sie scheinen ihren Ursprung bei uns zu haben. Und wir streifen wieder durchs Tal. Auf der Suche nach diesem Haus. Wir wollen die Besonderheit des Hauses herausfinden. Wenn es eine gibt. Wir stellen uns ganz nah ans Haus hin. Und es gibt leider keine Besonderheit. Schwarzer Vogel. Letzte Nacht haben wir einen weißen Vogel gesehen. Und wir schauen wieder zu diesen Sternen hin. Einen richtigen Sog bilden. Die Natur, sie bewegt sich wieder, sie lebt förmlich. Ein schönes Postkartenmotiv. Und abermals schauen wir zu diesem Kreis der Sterne her. Zu diesem riesigen Sternensog. Der weiße Vogel. Er beobachtet uns. Er beobachtet uns dabei, wie wir die Auen betreten. Wie Tag und Nacht, wie Sekunden an uns vorüberziehen. Wie wundersam es doch alles ist. Und wie klein der Mensch darin ist. Der Mensch ist nichts in dieser Welt. Er denkt nur, er kann sie nach seinem Willen formen. Doch das kann er nicht. Und abermals betreten wir diesen Sog. Abermals wird alles um uns herum weiß. Und abermals verändert sich die Welt. Ich glaube, die Jahreszeiten sind es, die sie dadurch darstellen. Am Anfang steht der Frühling, dann kommt der Sommer. Jetzt sind wir im Herbst angelangt. Alles ist düster und neblig. Doch genau das macht den Herbst aus.
Die Sonne hat keine Haken mehr an der Seite, keine großen Strahlen mehr. Die Sonne ist auch nicht mehr so hell wie im Sommer, sondern die Sonne ist langsam verblasst. Auf den oberen Bergabschnitten liegt bereits Schnee. In den Tälern ist das Leben langsam verschwunden. Nichts erinnert mehr an das Leben, wie es noch vor einem Vierteljahr hier stattfand. Wir wollen mal weiterschauen. Die Atmosphäre wird düsterer. Die Pflanzen hier bewegen sich praktisch nicht mehr. Man hört nur noch vereinzelt Tiere. Von den Bäumen fallen die Blätter ab. Alles wirkt ein bisschen tot und verlassen. In der Ferne hört man die Trompetentiere noch. Die Sonne nähert sich langsam dem Horizont. Wir sollten wieder eine erhöhte Position einnehmen. Und wir sind gespannt und fragen uns, wie wird der Sonnenuntergang jetzt aussehen? Jetzt, wo praktisch das gesamte Leben aus dieser Welt gewichen ist, wo man nur noch vereinzelt Tiere hört, wo die Pflanzen leblos sind, die Bäume ihre Blätter abwerfen. Und in dieser Welt sind wir jetzt allein. Wir haben niemanden mehr, der für uns sorgen könnte. Wir haben keine Tiere mehr, an denen wir uns erfreuen können. Wir haben keine Pflanzen mehr, die sich im Wind wiegen. Wir haben nur noch uns selbst. Wir stehen nicht am gleichen Tal wie zuvor, aber es ist deutlich erkennbar, dass jetzt das Leben aus dem Land gewichen ist. Man weiß, der Herbst ist jetzt da, als nächstes wird der Winter folgen. Eine Jahreszeit, in der noch weniger Leben da ist als im Herbst. Ach, all das deprimiert uns nicht, sondern es macht uns glücklich, denn wir wissen, wenn das hier vorbei ist, wenn der Winter vorüber ist, kommt wieder der Frühling und das Tal wird in neuem Glanz erstrahlen. Abermals streifen wir in der Nacht durchs Tal. Um das gesamte Tal nochmal bei Nacht zu erblicken, bevor es Winter wird.
nehme die unterschiedlichen Eindrücke auf. Jetzt kommt doch ein bisschen der Wehmut hoch. Die alten Erinnerungen an das Tal, als es noch mit so viel Leben erfüllt war. Doch wir wissen, es wird zurückkommen. Es ist ein schwacher Trost, aber es ist einer. Der weiße Vogel ist auch wieder da.